Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt gerade richtig begeistert, denn mein Freund Danny hier will uns eine vegane Chili-Kokos-Erdnusssüppchen kochen. Ein veganes Chili-Kokos-Erdnusssüppchen. Yippie, in diesem wunderschönen Eco-Kuku-Multicooker. Okay, ich mach mal auf und dann fangen wir gleich an. Ja. Wie immer, keine Zeit verschwenden. Genau, wir starten hier das Programm und zwar Multicook, sagt er uns ja auch schon. Und auch dieses Programm können wir in diesem Gerät mit offenem Deckel kochen. Genial. Das heißt, wir müssen nur den Verschluss schließen und er startet. Hast du schon was zum Rühren da? Ich hole mal was. Wir machen ein bisschen Olivenöl. Selbst das Multicook-Programm hat bei diesem Gerät die Möglichkeit, Sachen anzuschwitzen. Nur zwar leicht, weil es ja kein Burning Fry ist, also kein Anbratprogramm. Aber auch hier können wir die Möglichkeit, die ätherischen Öle zu lösen. Ich rieche schon das Olivenöl. Ja, genau. Das riecht man schon, wenn es heiß wird. Und man hört auch schon, wie der anfängt, hier die Zwiebeln anzubraten. Der Topf ist ja schön mit X-Wall, Diamond X-Wall beschichtet. Das heißt, es brennt ohnehin nichts an. Kann man also. Und hierbei geht es auch, man hat es ja gerade gesehen, es ist sehr, sehr schnell, weil es ist ja auch ein Induktionsgerät. Ja, das ist ja das besonders Tolle, warum es so schnell geht. Man spart immer Zeit. Jetzt machen wir noch dazu Ingwer und Chili. Kann auch Peperonis nehmen. Große Chili, kleine Chili, man muss nämlich schauen, welche Chili gerade man abtrennt. Man hört es, geht wunderbar. Dann haben wir einen Reisessig hier, der ist relativ milde gehalten. Damit löschen wir wieder ein bisschen ab. Das brennt in den Augen. So. Uiuiui. Ja. Jetzt noch ein wenig Rassel El Hanout. Kriegt man in jedem. Ich krieg den ganzen Essig ab. Kriegt man fast in jedem Einkaufsladen heutzutage schon. Das ist eigentlich eine Gewürzmischung, ne? Ja, Rassel El Hanout, mehrere verschiedene Gewürze. So, und jetzt Erdnussbutter. Ein paar Kalorien. Paar kleine Kalorien müssen man an die sich auch hier keine Gedanken machen über das Abbinden. Weil das machen die Nüsse. Butter, genau, die Erdnussbutter, die nimmt das schon, übernimmt das alles. So, wir machen jetzt noch ein paar Erdnüsse mit rein, ein paar geröstete. Und füllen das Ganze jetzt auf mit Kokosmilch. Je nach der Kokosmilch, es gibt dicke Kokosmilch, dünnere Kokosmilch. Fett reduziert, genau, hab ich schon gesehen. Das entweder mit Brühe noch ein bisschen strecken. Mhm. Hier, das ist eine relativ coole Kokosmilch, da muss man nicht viel machen. So. Ich rühre ein bisschen, ja? Einmal durchrühren das Ganze. Haben wir das schon gesalzen? Brauchen wir in dem Sinne nicht, weil die Erdnussbutter schon etwas Salz enthält und die Erdnüsse, die gerösteten, haben auch schon ein Salz. Verstehe, okay. Ja, man soll ja auch mit dem Salz ein bisschen sparen. Genau. Na? Schärfe brauchen wir nicht reinmachen, weil es ist Chili. Dann würde ich sagen, schmecken wir das lieber nachher nochmal ab. Ich bin einverstanden. Wenn die Suppe fertig ist. Dann? Verriegelung schließen. Dann starten wir wieder das Programm Multicook. 20 Minuten müsste ausreichend sein. Muss man eben sehen, je nach der Konsistenz, muss man vielleicht noch mal 5 Minuten oder so machen. Stay tuned, wir werden gleich wieder für euch da sein und dann zeigen wir euch unsere vegane Kokos-Chili-Erdnusssuppe. Ja, ich glaube, unser Süppchen ist fertig. Hervorragend. Riecht Wollen wir mal schauen? Ja, riecht schon herrlich und durch die Induktion geht das ja bombastisch schnell. Ruckzuck, also es wird wirklich nur 10 Minuten, 15 Minuten haben wir jetzt, glaube ich, gebraucht. Ja. 15 Minuten, dann war es fertig. Ja, so, wir machen das jetzt hier wunderbar mal hier rein. Also wie gesagt, die Konsistenz. Jeder, der so wie es mag, einer macht es flüssiger, der andere macht es ein bisschen dicker. Sehr fein, sehr fein. Ja, gefällt mir. Ja, mir auch. Super. Würdest du das als Hauptgericht essen oder als Vorspeise? Oder also man kann es als Hauptgericht essen. Ich würde es eher als Vorspeise essen, weil es, wie gesagt, es sind sehr viele Geschmackssachen drin. Salze, Zucker, Chemie, hätte ich fast gesagt. Geschmacksexplosion. Chili wollte ich sagen. Genau, das ist alles mit drin. Also so als Vorspeise ist das schon gut. Jetzt machen wir noch ein paar geröstete Erdnüsse oben drauf. Ein bisschen was für das Auge. So, jetzt kommt noch ein bisschen was. Das Auge isst mit. Immer. Immer. Eben mehr. So.
wunderschön und köstlich. Jawohl. Lasst es euch schmecken. Kocht es nach. Auf kukumal.de sind unsere Rezepte. Wir haben ganz viele wilde, bunte Sachen für euch gekocht. Schaut es euch an und habt Spaß in der Küche mit Kuku.